Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie man so einen Pfahlengel bastelt. Und zwar habe ich jetzt da mit dem Bleistift einfach einmal so eine Linie gezeichnet, einmal oben schräg und dann gerade. Ihr könnt es natürlich auch alle beide gerade machen, das ist euch überlassen, aber mich da jetzt einmal was ausprobieren und dann mache ich es jetzt einmal schräg, dass der so ein bisschen ein Quant hat. Und dann betupfe ich das jetzt erst einmal alles mit Weiß. Ihr müsst dann auch die Flügel weiß tupfen, die haben wir schon vorbereitet, weil da wollen wir euch heute einen Stempel zeigen, dass das trocken ist. Und die Augen weiß machen, das müsst ihr nur machen, ja. Und dann linken wir mit Hautfarbe weiter. Dann nehmen wir jetzt einmal einen Pinsel her, machen wir mal da eine gerade Linie einigermaßen. Und dann können wir das nämlich noch ummalen. Wichtig ist auch nur, dass ihr vorher schaut, dass das Loch oben ist, ja, weil das Loch brauchen wir jetzt oben bei dem, weil da kommt dann der Heiligenschein rein. So. Dann kann es nämlich jetzt trocknen und dann machen wir dabei die Ohren. Ich mache mir die Ränder auch mit und dann hinten auch komplett und vorne mache ich es jetzt einmal nur bis daher. Unsere Hände müssen wir auch noch die andere Seite machen. Das können wir auch gleich mitmachen. Also das wird alles hautfarben und die Füße natürlich auch, die habe ich schon vorbereitet. Ja? Und dass das jetzt innen ein bisschen dünner, brauchen wir jetzt ein ganz kleines bisschen so rosa. Dann machen wir jetzt einfach von dem Rot so ein ganz kleines bisschen rein. Dann haben wir schon so rosa. Und dann könnt ihr die Öle so innen ein bisschen so rosa machen. So, dann haben wir das alles soweit. Dann machen wir uns einen Heiligenschein noch. Den machen wir jetzt Gold. Dann kann der nämlich auch trocknen. Den kleben wir dann auch gleich ein. Dann haben wir ein bisschen eine Trocknungszeit. Dann halt das nachher auch vernünftig. Und zwar mal jetzt das Stängel, das mal jetzt auch ringsrum an. Und zwar nur auf der unteren Seite, weil da wird es dann reingesteckt. Dann kleben wir mal das da gleich fest. Machen wir jetzt kommt da ein Tropfen Kleber drauf. Und dann steckt man das da rein. So, dann kann ich es dabei mal anziehen. Den überschüssigen Kleber machen wir gleich noch weg. So. Und unsere Flügel sind jetzt schon trocken. Die nehmen wir jetzt einmal her und dann werden wir erst einmal die Flügel stempeln. So. Und zwar nimmt ihr ein ganz normales Küchenschwämmler auf einen Wäschezwicker am besten drauf, dann habt ihr die Finger nicht so viel. Dann saugen wir jetzt einmal Gold ein und dann werden wir den Stempel einfach oben einmal Gold machen. So ganz leicht nur betupfen, sodass das einfach da die obere Schicht der Farbe drauf hat. Das reicht vollkommen aus. Und dann legen wir das flach so auf. Wir haben jetzt da den Sternenstempel genommen. Einmal mit der flachen Hand fest drücken. Und dann wieder vorsichtig abheben und dann seht ihr schon ein ganz tolles Muster auf unsere Dinge drauf. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite dann auch noch gleich. So. Einmal wieder flach drücken, sodass wir nicht kippeln. Und dann ist der da auch schön. Jetzt, wenn es da hinten sagt, so kann jetzt noch ein bisschen was hier, dann nehmt einfach das Eckerl vom Ding nochmal her und jetzt da nochmal einmal drauf gehen. Und dann habt ihr da die Eckerl auch noch. So. Ein Ding, wenn es nicht braucht, immer gleich wieder ins Wasser rein. Ja. Jetzt machen wir mal unser Kleiderl fertig. Und zwar gehen wir da jetzt her, machen wir da so eine Goldkante noch hin. Ihr könnt jetzt zum Beispiel, könnt ihr jetzt auch das Kleiderl noch stempeln, wenn ihr wollt. Dann hat das schon ein Muster drauf. Aber das geht mir jetzt da nicht, weil es noch nicht trocken ist. So. Und ihr seht schon, ich habe da jetzt praktisch so eine Spitze gemahlen. Und hinten habe ich es wieder gerade lassen. Ja? Da haben wir ein bisschen Farbe drauf gebracht, da müssen wir jetzt gleich mal noch mal drüber, damit das da noch trocknen kann. Das ist die Rückseite und dann kann uns das einmal so ein bisschen trocknen.
Und das müssen wir auch noch aufzeichnen. Dann können wir da oben, mein Heiligen, da oben habe ich jetzt gar nichts angemeint, weil da kommen die Haare drauf. Da machen wir jetzt einmal unseren Heiligenschein rein. Da können wir auch Tropfen Kleber mit reinlaufen lassen, dass der gescheit hält. Machen wir jetzt vorne und hinten einen Tropfen Kleber rein. Das langt schon, das läuft runter und zirkt dann an. Dann können wir dabei unsere Augen machen. Haben wir jetzt gesagt, machen wir mal grüne Augen. Machen wir mal so metallic grün. So. Wenn ich das besonders schön machen wollte, dann gehen wir jetzt vielleicht noch mit Metallic dunkelgrün noch mal Tröpfel hergeben. Und ziehen da einfach noch mal so ein bisschen an Schatten rein. So. Da noch ein bisschen kräftiger. Dann kann es wieder ein bisschen trocknen. Mit oben vielleicht ein bisschen rüber. Dass er dann auch lieb schaut. Und dann machen wir ihm jetzt dann zuerst einmal sein Gesicht. Da können wir die Augenpunkte noch setzen. Da kann es nämlich trocknen alles. Das ist immer das Kritischste an der Filmerei, dass das auch noch trocknen muss. So, und dann haben wir schwarz vergessen. Dann haben wir einen Tropfen schwarz. Der muss morgen. Dann machen wir ihm nämlich das Gesicht gleich noch drauf. Und zwar gehe ich jetzt her, lege erstmal die Augen drauf, wie es haben will. Den könnt ihr jetzt halt ganz lustig schauen lassen. Wir machen jetzt einmal einen, der war richtig dumm glotzt. So, ein bisschen so. Einen verpeilten Engel. Machen wir ungefähr da auf die Höhe die Augen. Die kleben wir gleich fest. Dann können die nämlich schon mal trocknen. Fallen uns die nachher schon nicht entgegen. Ich habe jetzt ein bisschen so rosa an die Füße noch hingemacht und an die Hände auch ein bisschen. Das könnt ihr auch noch machen, wenn ihr wollt. Und jetzt brauchen wir mal einen feinen Pinsel. Dann kriegt ihr gut der meine Nase. Und dann machen wir jetzt so eine ganz einfache Nase. Ja. Und dann machen wir mal ein Lächeln, dass er wenigstens lächelt, der Kerl. So. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr ihm noch Zunge rausblecken lassen oder was, das muss aber nicht sein. Der wir jetzt kann noch mal ein bisschen rosa nehmen. Dann machen wir ihm nämlich da noch ein bisschen so rosa Backerl hin. So. Und da unter der Nase könnt ihr auch noch ein bisschen rosa machen. Und da können wir ihm dann noch ein bisschen so eine rosa Schattierung da oben her machen, wenn ihr wollt. So. Das haben wir jetzt alles soweit fertig. Jetzt haben wir mal die Dinge in die Hand. Müssen wir mir jetzt nichts geben. Jetzt haben wir erstmal die Ohren festkleben, dass das alles schon mal pappt da. Seine Ohren da so seitlich her. Seht schon, da ist was ganz schöne Waschels. So. Also immer ein bisschen zurückversetzt und schauen, dass sie so in Augenhöhe sind. Ja, das ist wichtig, dass die Augen so ein bisschen übereinander sind. Dann kriegt er jetzt da seine Hände noch her. Ihr könnt ihm jetzt ein Schild in die Hand geben oder immer Geige oder eine Gitarre, was Stern. Halt gerade ein Stern, was ja, halt gerade jetzt alles so euch einfällt, was euch gut gefällt dazu zum Engel. So, dann packen wir ihm nämlich gleich noch die Flügel drauf. Die machen wir jetzt da hinten so. Ich muss jetzt kann das so rum machen, weil sonst sehe ich das nicht, wo die hinkommen. Ich mache jetzt da keinen Tropfen Heißkleber drauf. Und dann gehe ich her und pop die von hinten so her. Ist das ungefähr mit den Kindern? Ja. Ja. So, und den anderen auch noch. Wir hätten es jetzt auch beidseitig stempeln können, wenn es gewollt habt. Das kann man immer noch drauf machen. Können es immer machen. So. Ich habe schon wieder Farbe auf meine Finger.
So, jetzt packen wir eben die Füße noch drauf. Das können wir jetzt halt auch mit einem normalen Bastelkleber machen, wenn wir wollen. Ich habe schon wieder lauter Goldspuren drauf. Das machen wir jetzt da rüber, ein bisschen an Kleber drauf. Von hier nicht. Und da ein bisschen her. Und dann schauen wir, dass das einfach da bündig da drauf sitzt. Aber das ist von Neigern, nicht, dass das noch nass ist am Grund. Ja, ist schon okay. Ja, ja, natürlich. Das war ja klar. Kann es auch anders sein. Also ihr seht schon, das dauert einfach ein bisschen zum Trocknen, wenn ihr sowas macht. Jetzt lassen wir den einfach mal da drum stehen, den Schorsch. Und dann kriegt er mal seine Frisur. Das ist ja das Allerbeste. Es sind richtige Schaflocken, die sind da auch dabei im Set. Und zwar machen wir jetzt erst einmal der Oma ein bisschen einen Heißkleber her. Mal so ein bisschen, dass wir uns nicht brennen. Wir können es ja immer vor die Haare mal hinhalten, bevor er den Heißkleber drauf macht. Genau. Ne? Ich muss den jetzt kommen, ein bisschen zu mir. Schaut gut aus. Schaut gut aus? Ja. Schaut gut aus. Also, ihr seht schon, es sind genug Locken dabei. Ich kann den nicht verstehen, weil der nicht fest ist da unten. Ja. Also, dann geht es wieder her, der jetzt wieder ein bisschen einen Heißkleber drauf machen. Um. Ja, da braucht es jetzt auch nicht zu sparen. Und dann schauen wir mal, wie die Löckler kommen. Man kann dann alle draufkleben, muss aber nicht. Ja, also dann kannst du einfach schauen, dass der einfach richtig pfiffig ausschaut. Ups, bleibt gut auf. Jetzt ist die Farbe noch dran. Lass einfach so, tu deinen Fuß am besten nicht bewegen, bitte. Okay, alles klar. Dann tun wir da noch mal ein bisschen Heißkleber drauf. So, dann schauen wir mal, was wir da noch alles für Löckchen haben. Dann werden wir da vielleicht noch so eine Locke her machen, dass er so seitlich noch ein bisschen eine hat. Jetzt schauen wir mal, wo er noch eine braucht. Was meinst du denn vorne? Nein, ich würde vorne gar keine. Schau dir mal an von vorne. Schaut voll witzig aus. Schaut witzig aus, ja. Ich glaube, das ist sonst zu viel. Genau, dann machen wir da auf der Seite noch eine her. Da können wir noch eine hinpappen. Also wie gesagt, müsst ihr mal schauen, wie die Locken halt sind. Ihr müsst es nicht alle drauf pappen, aber wo es euch halt Spaß macht. Oder nur einen haben darf, der Engel. Jetzt bräuchte aber da auch noch ein bisschen was, weil jetzt ist er da ein bisschen nackert. Da ist ein bisschen nackert, dann haben wir da auch noch was drauf. Man kann es auch mal direkt drauf tun, ja, genau. Gerade so zum Schluss. Und dann packt den einfach da rein. Packen wir den noch da rein, dann hat jetzt der da noch ein bisschen eine Locke ums Ohr rumhängen. So, jetzt ist er schon fertig, unser Kerl. Schauen wir nur, dass er gescheit trocken wird. Genau, stellen wir noch ein bisschen zu den anderen hin. Genau, da haben sie die Sänger, da könnt ihr euch eine ganze Kolonie an Engels machen. Die gibt es ja immer in groß, auch so wie die genau. Ruhe, die ist in den Pfeilpflocken. Also. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal, die Petra und die Christine.